Und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Christiana. Ja, wir werden heute mal etwas Exotisches im Thermomix zubereiten. Ich muss es gerade mal ablesen, weil der Text sehr lang ist. Und zwar Süßkartoffel-Klebreistaschen mit roter Bohnenfüllung. Und zwar habe ich da jetzt hier schon einmal eine Süßkartoffel. Dann habe ich im Asia-Shop geholt Klebreismehl. Und rote Bohnenfüllung. Ja, ich bin gespannt, wie das Ergebnis sein wird. Lasst euch überraschen, dann legen wir jetzt gleich mal dazu los. Ja, im Hintergrund seht ihr ganz viel Kabel. Hier hinten, das kommt daher, weil ein neues Gerät eingezogen ist. Das werde ich demnächst noch vorstellen. Jetzt geben wir erstmal 500 Gramm Wasser in den Mixtopf. So, ich hänge jetzt hier den Gareinsatz ein und dann kommen die Süßkartoffeln dazu. Die habe ich jetzt einfach geschält und in Stücke geschnitten. So. Dann wird das hier verschlossen. Dann bei 20 Minuten Varoma Stufe 1. Und nun nehme ich das Garkörbchen raus. Den Mixtopf leere ich jetzt und werde ihn noch mal kalt ausspülen. So, die gegarten Kartoffeln gebe ich jetzt hier in den Mixtopf, also kalt ausgespült, und das kommt jetzt hier rein. Und auch schön weich geworden. Jetzt kommt 250 Gramm Reismehl in den Mixtopf. Genau 250. Dann 50 Gramm Zucker. Vierzig Gramm Schlagsahne. So. Dann 100 Gramm Wasser. Dann kommt der Deckel drauf. Und dann bei 2 Minuten Teigstufe. Was der für eine tolle Farbe hat. Cool. Also auf jeden Fall, den werde ich jetzt erst einmal in eine Schüssel umfüllen und 30 Minuten im Kühlschrank erstmal kalt stellen und den Varoma und den Einlegeboden, den werde ich jetzt noch einfetten. So, bei diesem Teig jetzt hier muss man jetzt so walnussgroße, ja, hier das einfach so formen. Muss ich jetzt auch erstmal selber sehen. Auf jeden Fall kommt jetzt hier rein diese rote Paste. Ja.
das wird dann so umschlossen. Das muss ich auch erstmal selber sehen, wie das geht. Naja, einfach nur hier so eingepackt. Also diesen Teig hier, den habe ich schon mal probiert, der schmeckt richtig lecker. Ach du je. Oh je, oh je. Da muss ich wohl noch ein bisschen üben, oder? Ist auf jeden Fall ein bisschen Gefummel. So. Wisst ihr, was ich jetzt festgestellt habe? Ich habe erst gedacht, ich mache hier nur ein bisschen Reis rein. Aber nein, die Hände anfeuchten. Dann geht das gleich viel besser. Guckt mal, da bleibt auch nichts an mir kleben. Viel besser. Da kommt ja jetzt eh gleich der Dampf dran, weil das ja in den Varoma kommt. Das ist dann auch eine Feuchtigkeit. Von daher geht das jetzt besser. Guckt mal. So, die Klößchen sind geformt, das zeige ich euch gleich. Jetzt kommt erstmal in den Mixtopf 500 Gramm Wasser. So, da kommt jetzt hier der Deckel drauf. Dann der Varoma. Aha, guckt doch mal die Klößchen. Also auf jeden Fall, ihr müsst das mit feuchten Händen, müsst ihr diese Klößchen formen. Sonst gibt das nichts. So, und hier kommt jetzt der Deckel drauf. Und dann bei 20 Minuten Varoma Stufe 1. So, schaut, das ist jetzt hier fertig. Och, das sieht ja toll aus. Und das wälzt sich jetzt noch mal in Kokosflocken und dann kann man das schon essen. Ich bin gespannt. Auch schon wieder klebrig. Okay, das ist halt auch der Klebreis. Der ist klebrig. So, ihr Lieben, meine Klebreistaschen sind ja jetzt nun fertig. Ich bin mal gespannt. Ich bin ein bisschen zerzaust, weil ich nebenbei noch gefilmt habe und jetzt muss ich mich schon wieder ums Mittagessen kümmern. Ja, alles irgendwie hektisch. Aber jetzt probieren wir erstmal.
Da kommen Erinnerungen auf. Meine beste Freundin ist Asiatin und bei denen zu Hause gab es sowas immer. Guck mal. So sieht das aus, diese rote Bohnenfüllung da innen drin. Also ich kann euch auf jeden Fall nur empfehlen, wenn ihr das nachmacht. Es ist ein sehr klebriger Teig. Feuchtet eure Hände an. Ich hatte ja daneben noch so eine Schale Wasser stehen. Und da konnte ich immer mit den Fingern mal wieder reingehen und mir dann besser diese Bällchen einfach formen. Ja, geschmacklich, schmeckt super gut. Kann ich absolut empfehlen. Ja, dann war das für heute gewesen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Schaut auch mal auf Instagram vorbei. Da heiße ich Annas Kitchen Palace und ich schreibe es euch auch gerne hier unten nochmal hin. Ja, dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Tschüss!